Shalom! Die Israelis haben wirklich vorzügliche Arbeit geleistet. Und ja, ich finde das gut, was der israelische Geheimdienst gemacht hat mit den Terroristen der Hisbollah-Miliz. Denn das lassen sie immer alles weg in der Diskussion. Das sind nicht nur Angehörige der Hisbollah-Miliz, sondern die Hisbollah-Miliz ist bei uns eine verbotene terroristische Vereinigung, wo man alleine aufgrund der Mitgliedschaft in dieser Vereinigung hier ins Gefängnis gesperrt werden kann, wenn denn meine Anzeige beim Generalbundesanwalt zum Beispiel Gehör finden würde. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Der wahrscheinlich spektakulärste und größte Angriff eines militärischen Geheimdienstes oder des normalen Geheimdienstes auf einen Gegner ist hier gestern im Libanon passiert. Und da muss man mal eines vorweg sagen, die ganzen Leute, die wieder Schnappatmung bekommen zum Thema Völkerrecht, denen sei mal gesagt, die Leute, die hier alle einen Pager in der Tasche hatten und jetzt quasi Opfer dieser Explosion geworden sind, die waren alle ohne Uniform. Und wer im Krieg oder beim Teil einer militärischen Streitkraft sich nicht erkennbar als kombattant kleidet, begeht schon mal das erste Kriegsverbrechen selbst. Nur mal zum Verständnis. Deutsche Bundeswehrsoldaten machen in ihrer Freizeit, haben die keine 2 oder 4 Meter Funkgeräte dabei oder ein Pager, wo es heißt, wir müssen jetzt Raketen schießen gegen Polen. Das ist der große Unterschied und das lassen Sie hier immer weg. Aber es gibt natürlich noch Leute, die sind völlig durchgedreht. Es gibt auch Leute, die haben anscheinend, wie hat hier jemand kommentiert, ihr Jura bei Temu bestellt und wir sind bei Safsan Cepli, ja, bei Rolex Cepli, unserer Quotenmigrantin hier in Berlin. Das ist eine Meinungsäußerung, keine Tatsachenbehauptung. Sie hat gestern gepostet, 2750 Verletzte und 9 Tote durch Pager-Explosionen im Libanon. Und dann sehe ich das richtig, dass deutsche Journalisten das feiern. Und da hat jemand es sich zu eigen gemacht, einfach nur zu kommentieren, Safsan Cepli geht es gut, Pager vergessen. Da muss man ja wirklich schmunzeln. Und sie kommentiert dazu Aufruf zum Mord. Nein, Frau Cepli, das ist kein Aufruf zum Mord. Hätten Sie einen Pager der Hisbollah gehabt, dann hätte man sie jetzt auch getroffen. Und warum hätten sie einen Pager der Hisbollah haben können? Nun, die gleiche Frage können wir doch stellen, warum der iranische Botschafter einen Pager der Hisbollah hatte und schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Ja? Wir sehen hier, die Hisbollah ist nicht mal die Armee des Libanon, sondern es ist eine eigene Armee innerhalb des Staates. Also der Staat im Staat hat eine eigene Armee. Und es sind am Ende Terroristen. Und was machen wir mit Terroristen? Wir bekämpfen sie bis auf das Blut. Das haben wir schon immer getan. Terroristen sind in unseren Augen zu bekämpfen. Und zwar so lange, bis sie existenziell vernichtet sind. Ja, dabei sterben Menschen, natürlich. Aber nochmal, es sind Terroristen. Ja? Terroristen wie Messerattentäter in Solingen, in Mannheim, Terroristen wie bei Selbstmordanschlägen, sei das Bataclan oder sei das in Moskau gewesen, das sind Menschen, deren Hauptaufgabe es ist, andere Menschen zu töten und zwar meistens auf widerwärtigste Weise. Da wir hier jetzt bei dem Thema Kriegsverbrechen wieder ein großes Fass aufgemacht haben, kommen sie immer wieder, ja, aber bei den Leuten um die Pager drumherum stehen Kinder und da sage ich, ja, die haben da aber nichts verloren, ja? Also stell ich mal vor, Kampfjetpilot der Bundeswehr kriegt einen Einsatzbefehl auf seinen Piepser, wenn er denn einen hat, und nebendran steht ein Kind. Nee, entweder sind die Leute im Dienst oder die Leute sind zu Hause. Dieses Zwischendrin, was hier gespielt werden soll, das existiert nicht, ja? In Deutschland hat die Feuerwehr Piepser, damit sie aus der Freizeit aktiviert werden. In Deutschland hat aber kein Soldat der Bundeswehr einen Piepser. Selbst die Leute für die Alarmrotte der Bundeswehr, also wenn ein Flieger kommt, sei es der Russe oder ein Passagierjet, wo der Pilot wieder eingeschlafen ist, dann geht die Abfangjägerstaffel, also die Eurojet-Staffel, die steigt dann auf und die sitzen ja auch 24/7 in der Kaserne und warten dann, bis die rote Lampe angeht und dann rennen sie zu ihrem Flugzeug. Ja? Nein, hier will man uns jetzt wieder framen, dass doch Israel die Bösen gewesen sind. Und da muss ich mal sagen, die Israelis müssen sich genauso an die Haager Landkriegsordnung halten, in der sehr wohl steht, Kriegslisten sind erlaubt. Wie haben denn jetzt die Israelis das geschafft? Man weiß inzwischen einiges, und zwar diese
bestellten Pager kamen alle aus Taiwan, waren relativ neu produziert und den Israelis ist es gelungen, auf dem Transportweg 2800 Pager abzufangen und zu manipulieren. Man hat die Batterie getauscht und durch eine manipulierte Batterie ersetzt. Die Batterie hält normalerweise für 85 Tage bei diesem Pager. Die hat man verkleinert und das fällt normalerweise erstmal niemandem auf. Man hat dann in den verbliebenen Teil der Batterie 2 Unzen PETN Sprengstoff eingebaut, inklusive Fernzündungsmechanismus. Am Anfang wurde spekuliert, dass man es hier über das Aufheizen machen wollte, aber man hat inzwischen Pager gefunden, in denen Zündvorrichtungen eingebaut gewesen sind und sie haben sie alle erst mit einer Nachricht versehen, damit quasi der Piepser aus der Tasche geholt wird und vor das Gesicht gehalten wird und wollten, dass er vor dem Gesicht dann explodiert. Das ist am Ende eine Kriegslist der Israelis gewesen, die in meinen Augen so vom Völkerrecht gedeckt sein muss. Natürlich, ja. Das sind Kombattanten, die offenbar nicht erkennbar sind. Und am Ende heißt es dann, das sind zivile Opfer. Das Ganze hatten wir schon in Gaza. Sie stehen in einem Zelt, in einem Flüchtlingscamp, ja, und schießen in Zivilklamotten, dann mit Mörsergranaten. Ja, Soldaten müssen aber mit einer Uniform erkennbar sein. Das ist international geregelt, ja. Dann ist noch nicht mal klar, ob da Hoheitsabzeichen auf der Uniform sind. Aber man muss schon als Kämpfer erkennbar sein. Und das sind sie immer nicht. Und klar, wenn dann Israel den Gegenschlag macht, was passiert dann? Dann sieht man zivile Opfer, weil niemand von der Hamas zum Beispiel Uniform trägt. Und bei der Hisbollah ist das auch nicht gang und gäbe. Und so hat man vor allem gesehen von israelischer Seite, wer alles hier zum engen Zirkel der Hisbollah gehört. Ich hatte ja mit mehr gerechnet, also nach dem ganzen Schauspiel gestern mit den explodierten Pagern, habe ich ja damit gerechnet, dass sie heute Nacht eine große Invasion starten, dass sie von allen Seiten einfallen im Libanon, um der Hamas und der Hisbollah hier die Waffen zu nehmen. Das hat leider nicht stattgefunden. Wäre wirklich gut gewesen, 3000 Leute verletzt, nicht einsatzfähig, die Pager sowieso kaputt und nicht kommunikationsfähig. Dennoch hat Israel jetzt hier gewartet. Sie werden ihre Gründe dafür haben. Und Benjamin Netanyahu hat sich damit wieder einen großen Teil seines Respekts zurückgeholt. Ob ihn das politisch am Leben halten wird, ich würde sagen, nein. Aber sie versuchen sich dort unten zu behaupten, die Israelis. Und da muss man mal sagen, das war ein guter Schachzug. Das war tatsächlich ein guter Schachzug. Lange vorbereitet, lange geplant, viel Arbeit reingesteckt und vor allem ist eine einmalige Angelegenheit gewesen. Und sehr geehrte Frau Tschepli, weder Aufruf zum Mord noch sonst irgendwas und deutsche Journalisten feiern den Tod von Terroristen. Ja, hat man bei der Ermordung von Osama Bin Laden genauso getan und ich glaube, in diesem Lande würden auch ein paar klatschen, wenn Suleiman Atta'eh sterben würde beim Generalbundesanwalt im Gefängnis oder andere Personen, Issa al-Hassan zum Beispiel. Wer würde demjenigen eine Träne nachweinen? Ich würde sagen, niemand, der nur einigermaßen 50 IQ hat im Kopf und weiß, dass man Pipi in die Toilette macht. Damit mache ich jetzt mal Schluss. Schreib mir unbedingt deine Meinung unter dieses Video. Schwieriges Thema. Und ja, Israelis begehen auch Kriegsverbrechen, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nur, wie das immer dargestellt wird, und da muss man auch nochmal sich vor Augen führen, hier rennen sie immer rum, ja, free, free Palestine from the river to the sea und wollen Israel vernichten, ja. Und Israel geht ganz klar hin und sagt, wir vernichten nur eure Kämpfer, ja. Aber schwierige Diskussion, schwieriges Thema. Mal sehen, ob es Abonnenten oder Deabonnenten gibt auf diesem Video. Abonniere diesen Kanal oder deabonniere ihn, wenn du meinst, ich bin was auch immer. Kannst ja mal kommentieren und damit sage ich ciao, bis bald.